Da bin ich wieder. Das Problem hier, ja, weiß ich nicht. Das müssen wir erstmal so lassen, wie es ist. Ist es noch richtigen Duct? Ja, Fluiduct, Item Duct. Wird rausgesogen, wird reingetan, wird rausgesogen, wird reingetan. Du hast Energie. Du bist idle. Na gut, wir brauchen aktuell gerade nicht so viel Holz, das ist schon okay. Gucken wir runter zu dem Quarz. Wow, ein Stack. Das ist doch schick. Rüttler. Bitte rüttelt mal den da. Nicht den Hopper. Autonomous Activator. Das kann da rein. So, gucken wir mal, ob wir nicht irgendwelches doofes Zeug ins Inventar geschmissen bekommen. Aber gucken wir mal, ob da gleich Soul Sand auftaucht. Wobei die Chance, dass da jetzt Soul Sand hinkommt, ist gering. Weil es nimmt halt zufällig mal eins von den neuen. Ich dringel mal ein bisschen. Habe jetzt die Chancen verdoppelt, fast. Das heißt, ab und an müsste da jetzt Soul Sand reingelegt werden. Na, ja, gar nicht verdoppelt. Es ist ja nur die Hälfte hiervon, die Hälfte. Egal. Also ab und an kommt Soul Sand rein und da kam gerade das erste Quarz. Das wird schon hinhauen. So. Da rein, da rein, da rein, da rein. Gold Nuggets. Gold Nuggets könnt ihr eigentlich wegschmeißen. Ne? Bio, dahin, du weg. Raw Rubber. Das sollte ich gleich weiterverarbeiten. Oh, und ich nochmal kurz runter. Das einsortieren, das einsortieren. Das einsortieren. Das und das. So, besser. Hoch. Oh, ganz viele Geobornköpfe. Du raus. Wow. Ja, haben gut Eisen. Okay, das holen wir raus. Wir wollten hier auch irgendwann mal mehr von den Abgießdingern machen. Warum genau irgendwann? Wir haben ziemlich viel Kies. Wir haben ziemlich viel Sand. Ja, zwei Stacks Sand. Zwei Stacks Kies. Das heißt, wir bräuchten jetzt nur Lehm und dazu brauchen wir nur ein bisschen davon. Ja, komm, das machen wir mal. Habe ich einen Eimer? Ich habe keinen Eimer. Habe ich den verbraucht oder nur zurückgelegt? Zurückgelegt. Okay, da ist ein Creeper. Hallo, Creeper. Creep, creep, creep. Wo kommst du her? F7. Oh, Creeperhead. Also, ich sehe keine gelben Xe. Komisch, komisch. Na gut. Wir wollten den Eimer haben. Wir wollten Dust haben. Und dann machen wir einfach hier unser Spielchen: Dust, Dust, Lehm, Lehm. Wasser. Wasser. Okay, das von hier aus machen. Das, das, Lehm, Lehm. Ja, sehr schön. Zack. 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 Und Lehm. Zack. Oh. Zack. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Also theoretisch, wir müssen das Ding nicht mehr so hochbauen momentan. Also ja, es ist praktisch, ein größeres Smeltery zu haben. Aber wenn ich einschmelze, dann kombiniere ich es ja meistens erst hoch. Und dann nimmt das nicht so viel Platz weg. Müssen wir mal gucken. Machen wir erstmal hier noch das zu Ende. So. Gucken wir mal ganz kurz, wie viel da jetzt rauskommt. Clay. Sand. Gravel. 1,5 Stacks Grout. Das ist ordentlich, ja. So, Sand dahin, dicht dahin. Schmelzöfen. Oh, es wird echt Zeit, und wir haben wieder keine Kohle. Es wird echt Zeit, dass wir mehr Strom haben, dass wir mehr Maschinen bauen können. Weil ich will nicht in die Verlegenheit kommen, wie jetzt gerade, dass man halt Sachen nicht machen kann und nicht so schnell machen kann. Mit einem Powered Furnace, also Redstone Powered Furnace, würde das alles wesentlich schneller gehen. Und ich müsste halt nicht immer mehr Gedanken machen um Kohle und sowas in der Richtung. Warte das erstmal runter. Du weg, du weg. Oh, dieser Hopper regt mich richtig auf. Die Hitbox von dem scheint irgendwie fünf Blöcke zu sein. So, du da rein, du da rein.
dich einsortieren. Large, komische Bricks, das ist Deko-Zeug, das kann weg. Deko-Zeug. So, Plastik wollten wir einschmelzen. Wir wollten anfangen mit dem ME-System. Ja, ME-System. Applied Logistics. Applied. Zuallererst brauchen wir das schöne Ding hier. Das ist ein ME-Controller. Das ist quasi die Kontrolleinheit und die wird auch direkt mit Strom versorgt für das komplette ME-System. Also da muss richtig viel Zeug rein später. Wir brauchen dafür Fluix-Kristalle, ein Diamant-Chip und Eisen. Gucken wir das mit den Kristallen an. Dafür brauchen wir Netherquarz, dafür habe ich hier gesorgt. Dafür brauchen wir Certus-Quarz und Redstone. Certus-Quarz bekommen wir, wenn wir den Dust schmelzen. Okay. Nehmen wir mal ein Stack Dust. Gehen zu unseren viel zu langsamen Öfen, schmeißen das raus, schmeißen dich rein. Und basteln nebenbei hier ein bisschen an der Smeltery rum, während das alles schmilzt. Ich glaube, das war so. Ne, das war der Controller. Smeltery Drain. Ja, das sieht doch gut aus. Davon hätten wir gerne noch einen und noch einen. Drei Stück, genau. Achso, und immer mal wieder, ne, arbeiten lassen, das Ding. Obwohl, warte, dich können wir gleich mal umdrehen. Du gehst da weg. Gucken wir mal, ob man das mit dem Wrench hier machen kann. Ne, kann man leider nicht drehen. Also normalerweise kann man mit dem Crescent Hammer recht viele Sachen drehen. Zum Beispiel hier, ne? Kisten drehen oder Barrels und alles andere. Aber die hier wohl nicht. Also wir hauen euch mal einfach so weg. Und dann so, so, so. Okay. Dann brauchen wir noch die Faucets. Das sind diese Ausläufe, die man immer anklickt. Und wir brauchen Casting Basins. Die brauchen, glaube ich, auch recht viel. Du. Das war so ein Ding. Ja, sieben Stück. Du. Und Faucets waren drei. Komm, gib mir schnell ein. Ein, zwei, ein, zwei. Faucets. Flup, flup. So, was haben wir da? Wir haben 47. Das sind eine Menge. Eins, zwei. Gucken wir mal, ob das so weit läuft oder verbuggt ist. Nö, immer da ein, da ein, da ein, da ein. Weil ich hier zuerst gedrückt habe. Jo, alles schön. Sehr gut. Das macht es doch ein wenig schneller, die Smeltery leer zu bekommen. So, 29. Minus 18 sind noch 11. Ah, was ist hier los? Warum machst du Silikon da draus? Also Silikon ist nicht schlimm, das brauchen wir auch. Für Chips halt, wie in Real Life. Aber ich wollte doch eigentlich die hier bekommen. Oh, Shapeless Crafting und nicht Smelting. Ah, okay. So. Dezent einfacher, huh? Oh Mann. Aber gut, wie gesagt, wir brauchen auch das Silikon so, also es ist nicht schlimm. Wir haben davon sogar noch ein bisschen was. Ja, komm, den Rest schmelze ich auch noch ein, damit wir noch Silikon haben. So, jetzt aber dich. Und den dritten. Das heißt, wir können jetzt 9, 18, 27 Ingots auf einmal ablassen. Gold zum Beispiel. Gold haben wir genug. Da können wir das einmal mit einem Dreier machen. Flup, flup, flup. Drei Goldblöcke. 3 Kubikmeter Gold. Sehr schön. Bio da rein. Weg. Weg, weg, weg. Plastik noch einschmelzen. Haben wir keinen Platz für. Das können wir ändern. So, du damit hin, du damit hin. Und die restlichen Blöcke, die wir jetzt haben. Also wir haben hier noch eine Smeltery Drain. Wir könnten auf der anderen Seite das Ganze noch mit den Casting Tables machen. Einmal sieht es dann schön symmetrisch aus, was hier immer eine tolle Sache ist. Und wir können halt auch schneller einzelne Ingots rausfließen lassen. Also so brauchen wir wieder mehr Faucets und mehr Table und mehr alles. Aber das kriegen wir hin. Also wir brauchen noch einen zweiten. Oh, wieder ein zu viel gemacht. Nee, okay. Und
Da ist gerade einer flöten gegangen, den werde ich dann nicht rausholen. Das ist flüssiges Enderzeug, da will ich nicht rein. Oh, ja. Ich werde mich so dermaßen freuen, wenn der Turm da wieder unter Kontrolle ist. Aber ist momentan halt nicht so hoch auf der Prioritätenliste. So, ting, ting, ting. Casting Table. So, einen haben wir schon mal. So, jetzt haben wir. Ja, jetzt haben wir nicht mehr so viel von einem Produkt. Das heißt, erstmal zerlegen wir das Ganze hier in Barren. Sehr schön, fast ein ganzer Stack. Da rein. Da rein. Du kommst in Tools. Die setzen wir einfach oben drauf. Um das hoffentlich bald nochmal zu erweitern. Wegen mehr Platz und so. Zack. Und jetzt sortieren wir hier ein bisschen. Eisen brauchen. Ah, Aluminium. Wir brauchten Aluminium für irgendwas. Oder wollten es verwenden. Aber wir hatten zu viel Gedöns hier drin. Blei sind 18 Ingots. Das sind genau zwei Blöcke. Und ein bisschen Kleingedöns, aber das müssen wir dann einzeln rausholen. Wobei Blei sich mit nichts legiert. Okay. Gold haben wir 5 Ingots. Eisen haben wir 11. Ich setze mal Eisen um. Flup, flup, flup. Einmal Eisen. Und zwei Barren. Und genau deswegen wäre es jetzt praktisch, wenn wir hier noch zwei Tische hätten. Weil hätten wir jetzt einfach zweimal klicken können und das wäre fertig. Also dieses Feintuning quasi, was noch in der Smeltery drin ist oder so, geht halt mit mehreren Tischen dann wesentlich einfacher. So, jetzt haben wir noch Kupfer. Wir haben 6 Invar. Wir haben 4 Nuggets Tin. Copper, okay. Also 9 gehen da weg und jetzt noch 5 mal. Ich glaube, ich guck mal lieber, ob noch mehr Bricks fertig sind und baue da ein paar Tische. Das kann auch mit, sehr gut. Ein Tisch. Zweiter Tisch. Problem. Wir haben noch nicht genug Castingformen, aber das ist ja schnell gemacht. Du. Wir nehmen einfach die zwei da rein. Jetzt brauchen wir nur Aluminium Brass. Genau, dich. Du, rein da. Invar 6 Ingots, Molten Electrum. Ja, komm, das Elektrum können wir rausholen. Zack. Oh, Essen ist wieder leicht problematisch. Da. Nom, 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 nom. Und während wir hier vor uns hinarbeiten und Melonensaft trinken, wird unten schön weiter Nektarquarz produziert. Was wir halt auch in Massen brauchen. Also was wir wirklich in Massen brauchen fürs ME-System sind Diamanten. Das, ne? Oh. Ich hab nichts gesagt. Wo kommt ihr denn her, Jungs? Sehr schön. Also wir brauchen hier jede Menge Diamanten. Wir brauchen Gold. Wir brauchen sehr viel Redstone. Sehr, sehr viel Redstone. Eisen genauso. Und Glas. Wir brauchen unbedingt mehr Schmelzen. So, du kannst raus, du kannst raus. Mehr Schmelzen sind sehr wichtig, damit wir einfach keine Probleme mehr haben, was sowas angeht. Soll ich jetzt kurz einfach ein paar Stone Furnaces hinhauen oder wollen wir gleich was machen, was ordentlich ist? Was braucht denn so ein Furnace? Gucken wir mal. Furnace. Redstone Furnace. Braucht schon mal Bricks. Braucht schon mal Clay. Ist also friemelig. Redstone Reception Coil ist nicht so schlimm. Kupfer. Machine Frame. Wieder Glas. Ja, komm, wir machen erstmal ganz viel Glas. Dann reißen wir euch hier ab. Damit die alle oben schön auf einem Haufen sind. Und das ist in Hopper gegangen, glaube ich. Eins, zwei. Soul Sand, wie schaut's hier aus? Oh, kein Sand. Ja, nicht so schön. Sollten wir natürlich auch abspeichern. Und Eis sollte noch mehr rein. Ja, komm, oh. Ein Stack bekommst du noch. Den anderen brauche ich für Glas, sorry.